Die Bingo-Band aus dem weltbekannten Treibeis, die zu Bingo-Veranstaltungen spielt. Genau, gleich um die Ecke. Dazu gibt es 2 Bingo-Runden, haben wir uns überlegt. Dann kommt Benna Mogadi mit seiner Band, bekannt von The Voice, der ein oder andere hat es noch im Ohr klingelt. Auch er wird persönlich erscheinen. Joachim Seidel wird ein neues Buch vorstellen, lesen. Dazu moderieren wir zeigen das live über Internet gleichzeitig, also wir können bei uns stehen. Das Ganze ist für eine gute Aktion gedacht. Wir spenden nämlich für einen Kita-Bus, Billrothstraße, die Kita, und sammeln das Geld. Da gibt es einen Bratwurst. Komm, das gibt einen Applaus. Und eine Fensterveranstaltung. Wie heißt deine Sendung noch? Habe ich hier ein T-Shirt? Gelegenheits-TV, oder? Vergessen. Gelegenheits-TV nennt sich das Ganze, weil man hat immer die Gelegenheit, irgendwas zu machen, spontan aus dem Stegreif heraus, so auch Rollenveranstaltungen. Und Gleb wird Haare machen. Lass ihn nochmal erzählen, was er macht. Gleb, was machst du mal? Ja, Haare ist schon ein wichtiges Stichwort, weil der Mensch ist ja wirklich meistens immer noch behaart, seit wir ja Affen waren damals. Ja, und darum geht es. Lass uns doch, wie der Lateiner so sagt, in medias res gehen. Willst du dir mal meine Haare angucken? Natürlich. Willst du mir echte Haare schneiden? Ja, ich hätte gern so eine Elvis-Tolle, bitte. Elvis-Tolle, ja. Weil du Elvis so gern magst. Nee, weil ich das für den modisch besten Haarschnitt eigentlich nicht gut. Das stimmt auch, es war so in den 60ern. Genau, auf jeden Fall. Das stimmt. Ich mache das, das will ich jetzt nicht. Das heißt, du schmeißt mir jetzt gleich die Haare. Ja, yeah, ich finde das gut, dass die Menschen bestimmte Wünsche haben und auch Wünschfrisuren. Aber du ignorierst sie. Dazu fällt mir ein Friseur mit ein. Kommt ein Mann zum Friseur und sagt, ich hätte gerne einen Schnitt wie Tony Curtis. Und der Friseur fängt an und schneidet ihm die Glatze. Und der Mann sagt, aber so hat doch Tony Curtis nie gehabt. Ja, aber der war auch noch nie in meinem Laden. So, los geht's. Okay, du willst nicht nachmachen. Pass auf, du gibst mir das Mikrofon und schneidest ihm jetzt die Haare. Richtig. Alles klar. Gut, ich gebe dir das. Am besten musst du mal hier setzen, oder was? Was denn? Kann ich denn da so lange wieder setzen? Ja, setzen. Also, ich wollte noch einmal ganz kurz sagen, es gibt eine Internetseite, die heißt www.kult-a.de. Da könnt ihr gerne drauf gucken, da könnt ihr viele Filme sehen, viele Links. Weil die Sendung gibt es ja schon ein bisschen länger. Und ich freue mich natürlich, dass ihr persönlich kommt, um zu spenden, ganz wichtig. Ne? Um zu spenden. Was? Es wird übrigens noch ein Bild ersteigert. Wir haben einen den jüngsten Jack Pollocks der Welt. Ja. Kommt persönlich und wird sein Bild versteigern. Wir fangen mit 20 Euro an. Also, solltet ihr da nicht verpassen. Alles klar. Unbedingt dabei sein. Und kommen Sie dahin, machen Sie das. Aber ich bin gespannt. Ja, das also, Ulibowski Gelegenheits-TV bei der Osterkirche 23. Genau, bei der Osterkirche 23. Und genau, das ist vergessen. In Altona, das ist 2 Minuten vom Bahnhof. Kennen Sie, wissen Sie, gehen Sie mal gut. Ja. Jetzt würde ich aber gerne mal sehen, wie er die anfängt, die da. Ich glaube das nicht, bevor er anfängt, dass du direkt die Haare schneiden lässt. Und wir reden von nächsten Freitag und Freitag den 15. Richtig. Am 8.15. meine Damen und Herren. Ulibowski, kannst du das nochmal bestätigen? Er sagt ja. 8. und 15. Ja, okay. Aber am 8. auf jeden Fall, du Maluche. Ja, aber das ist das so, wir sagen wir immer am 8. und am 15. kommen Aktionen, jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, okay, und wo ist und was ist das? Es gibt Führungen, meine Damen und Herren. Informieren Sie sich, da vorne ist noch Flyer. Es gibt Führungen vom Balkon zum nächsten Balkon über Stunden hinweg. Können Sie sich einen Balkon oder den nächsten ansehen. Zwischen diesen Balkons werden Sie entweder Musik hören oder jemand will Gedichte lesen, in dem Fall bin ich das. Oder meine Idee bis jetzt auf dieser Tour von Balkon zu Balkon gebe ich improvisierte Stadtführungen. Das heißt, wenn Sie die Stadt kennen, sind Sie selber schuld, dann wissen Sie, dass ich lüge. Wenn nicht, seien Sie gespannt. Wir werden aber jetzt nicht 30 Minuten nachgucken, wie diese Haare werden. Oder doch, wir werden das noch mal sehen. Aber wir haben noch Hintergrundprogramm, meine Damen und Herren. Wir haben auch ganz ausgefallene Sachen. Nun begrüßen wir auf dieser Bühne eine sehr junge Band, die hier hochkommt. Sie trägt den Titel Sick Jenners, auch aus der Hermannstraße. Die sind so sick! So sick! So sick! Machen Sie einen großen Applaus!
Ich glaube, dieser junge Mann ist nicht jemand, der behauptet, etwas zu sein, was er nicht ist. Vom Gefühl her fängt es gut an. Man hat ja heute gesehen, also was alle Menschen in Altona sich wünschen. Es geht um die Nähe, um Liebe und Vertrauen. Und ja. Und vor allem um Männer und Frauen teilweise, ja? Teilweise geht es auch um Liebe und Hass. Ja, das ist unzertrennlich. Sick Hyenas! Love. Love, he said. Gas. Kiss me off. Kiss my lips. Kiss my hair, my fingers, my cock, my balls.